Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Aufgebraucht-Video für den Monat März. Ja, ich bin ja nun auch seit Mitte März fast zu Hause, deswegen habe ich eine Menge Zeit zum Verdüfteln gehabt und das auch reichlich genutzt, quasi so 24/7, sofern möglich. Und deswegen ist auch eine Menge leer geworden und wundert euch aber nicht, dass jetzt so viele große Gläser auch leer geworden sind oder auch leer werden im nächsten Monat, weil manche sind ja auch übergehend quasi, also vom letzten Monat schon angebrochen und ja. Wir fangen mal an. Große Gläser wie immer zuerst. Und zwar habe ich hier als erstes Rainbow Shake. Ist ja, denke ich, jedem mittlerweile ein Begriff. Ein sehr süßer, klebriger Duft, sehr cremig, sehr sahnig. Fruchtig, bärig, bisschen säuerlich auch. Hat mir sehr gut gefallen. Ist mein zweites Glas. War auch sehr intensiv. Also kann man nichts bemängeln. Ich fand ihn schön und habe, glaube ich, jetzt noch ein Glas übrig. Genau, ein Glas und ja, hier unten hat sich das so ein bisschen komisch abgesetzt, warum auch immer, aber hat dem Duft jetzt nichts getan, deswegen schöner Duft, gerne wieder. Weiter geht's mit Yankee Candle Strawberry. Das sieht jetzt aus, als ob er hier unten noch so ein bisschen voll ist, aber ist er nicht. Ich habe den abgebrannt in der Küche und ja. Wahrnehmung eher semi bis kaum und war auch eine richtige Zicke. Ich hatte den das erste Mal unterm Candle Warmer, da war er gut intensiv, ne, wie sich das so bei Candle Warmers gehört. Und dann habe ich ihn abgebrannt und der hat dann sehr schlecht getunnelt, also beziehungsweise viel getunnelt, sagen wir mal so. Und ja, ich kann jetzt zwar den Rest hier noch ein bisschen rausmachen und als Melt verbrennen, verdüfteln. Ja. Vom Duft her ist es ein ja, Erdbeerduft, der recht eindimensional ist. Bisschen gezuckert, leicht künstlich, war okay, aber bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Strawberry. Dann von Village Candle Confetti Prosecco. Ja, das war ein schöner Duft, sehr fruchtig. Enthalten waren Champagner, Maracuja, Birne und goldener Amber. Und der riecht für mich wie ein sehr angenehmer, frischer, fröhlicher Wäscheduft. Das kommt durch diesen Amber, dadurch hat er so eine parfümige Note. Und durch dieses Frische von dieser Birne hat er ja so einen hellen, weichen Charakter irgendwie. Hat mir sehr gut gefallen, war auch sehr gut intensiv. Würde ich mir wieder nachkaufen. Confetti Prosecco. Dann hatte ich von Country Candle Sunshine and Daisies. Ja, das ist ein sehr schöner floraler Duft. Sehr cremig, sehr hell. Eine leichte, liebliche Note. Ich habe den großteils im Schlafzimmer angehabt und manchmal war es aber so, dass der, obwohl der eigentlich so lieblich floral ist, irgendwie was Maskulines auch manchmal hatte. Das war in meiner Nase manchmal, ja, irgendwie komisch gemixt. Also ich fand es jetzt aber nicht negativ, sondern es war alles angenehm. Also insgesamt aber, auch wenn ich jetzt dran rieche, eher ein cremiger, floraler, weicher Duft. Absolut passend für Frühling und Sommer. Ja, als Melt würde ich ihn definitiv wieder nachkaufen. Hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir Goose Creek Sunset Sparkle. Ein schönes Label, ein schöner Duft. Ja, das ist ein weicher, leicht bäriger Duft mit einem ganz leichten zitrischen Einschlag. Also insgesamt schon fruchtig, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr hier dran riecht, dass im ersten Moment direkt denkt, oh, Fruchtsalat oder so, sondern der ist wirklich sehr, sehr weich, sehr angenehm. Ich fand, der hat am Anfang immer was von Whiskers und Kittens gehabt, von Yankee Candle. Jetzt im Nachhinein finde ich es nicht mehr unbedingt, aber die haben so eine ähnliche Spur und das kommt wahrscheinlich durch dieses zitrische und weiche. Hat mir sehr gut gefallen, war allerdings jetzt auch nicht so intensiv, selbst unter dem Candle Warmer. Ja, wenn ich das Ganze immer abgegossen habe und dann als Melt verbrutzelt habe, da ging es, aber ich würde mir jetzt auch nur als Melt nachkaufen, aber ein sehr schöner Duft. Wobei der, glaube ich, eigentlich schon aus dem Sortiment gegangen sein soll, soweit mich jetzt das nicht täuscht. Dann hatten wir Coconut Splash von Yankee Candle. Ja, schönes, frisches, sommerliches Label. Ja, das ist ein sehr parfümiger, wässriger Kokosduft. Schon eher so ein Bodylotion-Charakter, würde ich sagen. Jetzt nicht so cremig. Der hat zwar auch cremige Anteile, aber ich würde sagen, dieses parfümige, wässrige überwiegt.
Ich mag den sehr gern, das ist auch nicht mein erstes Glas gewesen. Würde ich auch jederzeit wieder nachkaufen, hat mir super gefallen. Coconut Splash. Dann hatten wir Brown Paper Packages von Yankee Candle. Ja, ein Duft, den ich eigentlich sehr gerne mag, der auch mit zu den ersten gehört, die ich jemals hatte. Das hier ist jetzt, glaube ich, mein zweites oder drittes Glas von gewesen. Die gab es ja mal Anfang, war das letztes Jahr, bei Amazon zu einem super Preis. Ich glaube, da kam der 18 Euro oder so. Ja, und das ist ein, ja, wie soll man sagen, ich habe anfangs auch immer Nivea-Duft gesagt, aber auch jetzt würde ich das ein bisschen differenzierter betrachten. Der ist zwar cremig und parfümig und geht in diese Nivea-Schiene, aber ich würde jetzt blind doch nicht mehr an Nivea denken, sondern das ist halt ja einfach ein schöner, intensiver, vor allem Bodylotion-Duft. Ich mochte den sehr gerne, ich hatte den großteils im Bad an und fand das sehr, sehr angenehm. Also hat mir sehr gut gefallen. Brown Paper Packages. Dann hatten wir Love Letters von Guthrie mit einem super süßen Label mit diesen Blumen da vorne drauf und diesem Liebesbrief. Vom Duft her ist es ein heller, floraler Duft, der so eine leichte, liebliche Note hat. Ja, was schönes, süßliches. Ich mag den sehr, aber der war hier leider ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist jetzt, glaube ich, mein zweites oder drittes Glas und das erste war auf jeden Fall intensiver. Auch hier war wieder so, wenn ich es abgegossen habe, als Melt und dann verdüftet habe, dann war es auch wieder intensiver als so im Glas. Deswegen würde ich den definitiv als Melt nachkaufen. Love Letters. So, dann haben wir Sweet Nothings. Ja, ihr seht, das ist restlos leer. Ich habe es im Prinzip abgebrannt und dann aus dem letzten Rest nochmal Melts gemacht. Und einer meiner Lieblingsdüfte, sehr parfümig, sehr weich, pudrig. Ja, Veilchen ist mit drin, was so eine leichte florale Komponente hat, aber das Ganze einfach nur sehr weich und rund macht. Und ja, was soll ich sagen? Abgebrannt, leider so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Ich weiß nicht, warum das bei mir aktuell so ist. Ich tue die auch extra immer, wenn ich sie abbrenne, dann in der Küche abbrennen, weil die recht klein ist. Aber da war, wie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 5 würde ich nur einen Punkt geben. Ja, eigentlich schade drum, aber ich dachte mir immer, probiert es nochmal. Aber ich habe noch ein Glas da und das kommt dann definitiv unter dem Candle Warmer. Sweet Nothings. So. Dann noch ein letztes Großglas und kommen noch vier mittlere. Und zwar ist das ein Nadelduft. Ein Returning Classic Balsam für. Und der war leider auch nicht wahrnehmbar. Ich habe den vorhin erst ausgemacht, ihr qualmt sogar noch raus. Ich habe den Deckel vorhin erst drauf gemacht. Ja, da unten seht ihr, dass es so ein bisschen Geruß ist. Das hat man auch zwischendurch immer mal gerochen und vom eigentlichen Nadelduft leider gar nichts. Hat quasi nur ein bisschen Licht gespendet. Das war es auch leider. Deswegen würde ich den jetzt auch nicht nachkaufen, zumal es ja auch zig andere Nadeldüfte gibt, die intensiv sind. So, dann haben wir noch ein mittleres Glas Floral Candy. Und auch das habe ich abgebrannt. Und auch das habe ich leider nicht wahrgenommen. Sehr schade, weil es ein toller Duft ist. Ich habe mir jetzt alternativ von der Home Inspiration Reihe gibt es da ja einen Duft, der genauso riecht. Sugared Blossoms. Die bekommt ihr bei Bauhaus. Der riecht genauso und den werde ich definitiv unter den Candle Warmer stellen. Es ist schade drum, es ist ein schöner, süßer, geeister Duft. Gar nicht so doll floral, aber mir gefällt er sehr gut und deswegen werde ich den, wie gesagt, nur noch unter dem Candle Warmer verdüfteln. Ein Duft, den ich von Goose Creek angebrannt hatte, ist Waiting for Santa. Und da seht ihr es schon, gar nicht mal so schön. Also, ich hatte den angezündet und die erste Runde war er im Duft intensiv. Und hat auch super gepult. In der zweiten Runde wurde es dann schon ein bisschen rauchiger und in der dritten Runde ist er dann auch ganz beschissen abgebrannt. Wie man sieht vom Duft her, es ist ein schöner, bäriger Duft, der ein bisschen zuckrig ist und eine Marshmallow-Note hat, also auch leicht was Rauchiges, aber das ist jetzt nicht so extrem. Und ich habe jetzt gesehen, dass der als Wachsmeld im Sommer rauskommen soll. Also würde ich ja begrüßen, wenn sie diese Dreidochtkerzen auch als Melt rausbringen. Den habe ich jedenfalls schon auf der
deutschen Goose Creek Seite als Wachsmalt gesehen. Deswegen, den könnt ihr dann quasi im Sommer, ich glaube Mai oder Juni, testen. Ja, deswegen als Wachsmalt würde ich ihn mir auch nachkaufen. Waiting for Santa. Ach so, und ja, Santa ist natürlich jetzt falsch für diese Jahreszeit, aber dadurch, dass er gar nicht so weihnachtlich ist, sondern wirklich nur nach süßen, gerösteten Beeren und Marshmallows riecht, kann man den auch jetzt sofort düfteln. Dann hatte ich Carnival Apple. Ja, finde ich, sieht sehr lecker aus. So schokolierte Äpfel mit so ein paar wahrscheinlich Nüssen und Mandeln dran. Den habe ich auch abgebrannt und der war durchgehend gut abgebrannt und auch gut wahrnehmbar. Das ist ein süßer Apfelduft. Der hat was karamellig-buttriges, aber ist jetzt nicht in diese Maggi-Schiene, sondern wirklich einfach ein grüner, frischer Apfel, der eine richtig schöne, süße, buttrige Note hat. Also ich fand ihn gut. Ich würde ihn mir jetzt zwar nicht nachkaufen, weil es gibt noch viele andere Düfte, die man ausprobieren will, aber den konnte ich zumindest ja, ohne weitere Probleme abbrennen. Carnival Apple. Und das letzte Glas soll sein Warm Sunset. Wunderschönes Label. Ja, vom Duft her muss ich sagen, er war sehr schwach. Es ist ein weicher Sandelholzduft, so ein bisschen parfümig. Ja, leicht holzig, vanillig, parfümig, weich. Und wenn der gerade flüssig war und ich meine Nase direkt drüber gehalten habe, dann hatte der ein paar richtig schöne zitrische Momente. Die waren echt toll, aber die haben sich leider nicht so in der Luft verteilt, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen würde ich den jetzt nicht unbedingt nachkaufen, auch wenn es ein schönes Glas ist. Warm Sunset. So, das war's mit meinen Gläsern. Das war schon mal allerhand. Jetzt muss ich erstmal fix hier einen Schluck trinken. So, und dann machen wir weiter mit Goose Creek. Da haben wir Welcome Home. Ja, schönes Label, sehr gemütlich. Vom Duft her zitrisch durch, Bergamotte ist da, glaube ich, mit drin. Parfümig, hat so einen leichten Teemoment, was Kuscheliges. Ich würde sagen, da ist bestimmt so Bernstein, irgendwie Amber oder sowas drin. Also, ich mochte ihn am Anfang gern, den habe ich jetzt nicht das erste Mal. Dann hatte ich den einmal auf Arbeit an einer elektrischen Duftlampe. Da hat der Duft sich so sehr geändert, dass ich dachte, puh, irgendeine Oma hat hier ein sehr penetrantes Parfüm aufgelegt. Und dann habe ich die letzten zwei Ecken zu Hause nochmal normal verdüftet und da ging es wieder. Also, es war irgendwie merkwürdig, dass der so einen Umschwung in der Note hatte, nur von elektrisch zu angezündet. Aber jetzt habe ich erstmal so eine kleine Sperre und deswegen würde ich den jetzt aktuell nicht nachkaufen, auch wenn er ein schönes Label hat. So, hingegen nachkaufen würde ich Warm and Welcome. Ähnlich schönes Label, ein sehr gemütlicher Duft. Der ist süß, der ist cremig, der ist weich, der ist kuschelig, da ist Marshmallow enthalten, Amber, Bernstein, sowas. Finde ich ganz toll und habe ich mir zum Glück als Glas sichern können. Ganz toller Duft. Der kam auch auf Arbeit sehr gut an. Dann Staying Home. Ja, aktuelles Thema. Wir bleiben schön zu Hause und machen uns schöne Düfte an. Hier haben wir einen Kuschelduft, der eine leichte zitrische Note hat. Hier ist, glaube ich, auch Bergamotte und Mandarine drin. Das riecht man auch. Ansonsten sehr kuschelig, wohlig, hat mir gut gefallen. Durfte ebenfalls als Glas einziehen. Staying Home. Rainbow Sugar. Ja, einer meiner liebsten süßen Düfte. Der ist schon irgendwie quietschig. Da ist Erdbeer-Himbeer drin. Das Ganze ist aber sehr geeist. Und da kommt noch ein bisschen Zitrone dazu. Und das finde ich irgendwie sehr lecker. Also mir gefällt der gut. Der ist schön zuckrig. Ich hatte den auf Arbeit an, großteils. Und auch da war er sehr beliebt. Rainbow Sugar. Würde ich wieder nachkaufen. Dann hatten wir Pink Beach. Ja, aus dem Frühjahr. Ja, was soll ich sagen? Pink Sense 2.0. Das ist ein fruchtiger, frischer Duft, der für mich eine Melonennote hat, die ich aber als recht unangenehm empfinde. Also es ist nicht mein Favorit und ich würde ihn auch nicht nachkaufen. Pink
Beach. Hingegen kam ebenfalls gut an der Sweet Tea. Ja, schönes Label, da bekommt man Lust auf so einen leckeren Tee. Und der ist auch recht authentisch. Ich finde, das ist so ein richtig süßer, zitrischer Krümeltee, kann man sagen, mit so einem Schwups Honig dazu. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatten wir Drenched Coconut. Schönes, frisches, sommerliches Label. Ja, und der Duft ist sehr cremig, parfümig. Der Kokosmoment ist da, aber auch wie gesagt sehr durch dieses Parfümige abgemildert. Aber hat mir sehr gut gefallen und der durfte ja mittlerweile auch als Glas wieder einziehen. Drenched Coconut. Dann hatten wir White Pumpkin. Ja, das war die letzte Ecke davon und ich muss sagen, ich hätte sie mir lieber für den Herbst aufsparen sollen. Denn ja, das macht jetzt einfach keinen Sinn in dieser Jahreszeit. So Zimtdüfte, auch jetzt wenn ich dran rieche, eigentlich im Herbst mochte ich den super gerne. Aber jetzt bereitet er mir keine Freude gerade. Es ist ein schöner, cremiger Zimtduft, kann man eigentlich sagen, der was Weißes, Weiches hat. Also weiß und weich, der ist so ein bisschen heller als andere. Aber das ist halt nicht die Zeit, deswegen, ja, im Herbst dann wieder. Dann hatten wir Summer Slices. Ja, das war ein schöner, fruchtiger Duft. Da ist Erdbeer drin, Blaubeere, Zitrone. Sehr quietschig, frisch, sommerlich, hat mir gut gefallen. Als Mate würde ich den auch immer wieder nachkaufen. Dann hatten wir Cool Harvest Morning und den finde ich ja super schön vom Label her und auch vom Duft. Der wird auch demnächst als Glas einziehen. Es ist ein schöner Apfelduft, sehr herbstlich, authentisch, sehr kühl, sehr frisch. Hat auch für mich eine leichte Vanillenote, was das Ganze einen Ticken süß macht, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir eine zweite Runde Warm and Welcome. Hat mir wie gesagt sehr gut gefallen. Dann hatten wir Melon Picnic, ebenfalls von der Frühjahrskollektion. Und das war ein schöner Melonenduft, sehr frisch, hat eine leicht grüne Note, war aber auch dennoch süß. Ich finde ihn gut, er hat zwar schnell nachgelassen, also nach 2-3 Stunden ist da wirklich die Luft raus gewesen, aber ich habe ihn mir bereits nachgekauft, hat mir gut gefallen. Dann haben wir Macintosh Apple und ja, das ist so ein ganz schlichter Standard-Apfelduft, einfach nur ein frischer Apfel. Ja, wenn ich das mit dem Cool Harvest Morning vergleiche, riecht man hier einfach wirklich so ein bisschen dieses nasse, kühle vom Herbst und hier ist es wirklich eher so ein frischer, knackiger Apfelduft, der im Sommer am Baum hängt. War gut, aber brauche ich jetzt nicht zwingend wieder. Christmas Cookie, ja, eigentlich auch eher unpassend, aber das ist ein für mich eher vanilliger Duft mit einem Kokosanteil, der aber so immer ganz grenzwertig kurz vor Maggi manchmal ist. Einerseits finde ich ihn gut, andererseits, wie gesagt, kurz vor Maggi, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich nicht nachkaufen. Aber er war in Ordnung. Christmas Cookie. Dann haben wir Watermelon Patch. Und da muss ich sagen, kam diesmal diese grasige Note, wie es hier auf dem Label zu sehen ist, deutlich mehr raus, was mir nicht so gefallen hat, weil das irgendwie so ein bisschen stumpf gerochen hat. Ja, da finde ich den Melon Picnic irgendwie angenehmer. Bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Dutch Stroopwafel, auch ein sehr geliebter Duft von mir, der ja warm für mich wesentlich angenehmer ist als kalt. Kalt ist ja immer sehr schokolastig, Waffel und Haselnuss. Und warm wird es einfach ein bisschen zuckriger, hat es für mich so ein Jahrmarkt-Feeling. Da gefällt er mir sehr gut und deswegen ist er ja auch als Glas eingezogen. Dutch Stroopwafel. Let's Stay Home, auch passend zur aktuellen Lage. Ja, schönes Label. Den Duft, den mochte ich ja, als er gerade rauskam, sehr gerne. Da habe ich ihn, glaube ich, bei meinem Ranking auf Platz 4 getan. Aber jetzt hatte ich ihn auch über. Es ist schwer zu definieren. Irgendwie ist er kuschelig. Aber so konkret rausriechen kann man auch nichts von den Komponenten. Da ist Apfel drin, Kamille.
wahrscheinlich auch was Hölzernes oder so Parfümiges. Und irgendwie der letzte Rest hat mir nicht so gefallen, deswegen ja, bin ich jetzt froh, dass er weg ist. Let's stay home. So, dann haben wir Moment in Time. Ein von mir auch sehr gefeierter Duft. Und das ist ein kuscheliger, parfümiger Duft, wo aber Patchouli enthalten ist. Und am Anfang habe ich den Patchouli gar nicht wahrgenommen. Und jetzt, die letzten paar Ecken davon, dachte ich mir, du liebe Zeit. Und ich habe momentan irgendwie so eine Patchouli-Sperre, weil ich oftmals ältere Frauen unterwegs antreffe, die irgendwie reine Patchouli-Düfte haben. Und ich finde das irgendwie grausig. Nee, also deswegen ist der bei mir jetzt momentan erstmal auf der Abschussliste. Ich habe, glaube ich, noch einen Melter, das werde ich auf jeden Fall lange aufheben. Moment in Time. So, das war's mit Goose Creek. Das war auch schon wieder reichlich. Ich nehme erstmal einen Schluck vom Tee. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Wachsmacherei. Ja, habe ich hier als erstes Moonflower. Das war ein weicher, kuscheliger Duft, würde ich sagen. Das sind viele florale Bestandteile, die man aber nicht als solches rauserkennt, sondern es ist für mich einfach nur ein angenehmer, weicher, kuscheliger, parfümiger Duft, der relativ schwach in der Wahrnehmung ist. Ich muss immer zwei Ecken davon nehmen und dann kann ich ihn auch gut wahrnehmen. Hat mir gefallen, Moonflower. Dann ist leer geworden eine Custom Order von mir und zwar Seaside Blossom. Und das ist ein schöner, die Stimme versagt hier bald, ein schöner fruchtiger Duft, eine Mischung aus weich, kuschelig und dann aber fruchtig. Ich würde sagen, da ist vielleicht sowas wie Ananas oder so drin oder so riecht es zumindest für mich. Hat mir gut gefallen, könnte ein Ticken intensiver sein, aber ansonsten wirklich sehr schön. Seaside Blossom. Ebenfalls intensiver sein könnte Let Them Eat Cake. Das ist eigentlich auch eher ein weicher, parfümiger Duft als Kuchig. Das würde ich jetzt nicht als Kuchenduft rauserkennen. Er hat zwar auch so eine Vanille-Note mit drin, aber sonst ist er einfach sehr weich, sehr gemütlich, sehr gediegen. So ein bisschen süß, hat mir gut gefallen, aber müsste intensiver sein. Dann habe ich hier Baby Powder, Dark Peony und White Clouds. Ja, das war eine, ich würde sagen, schöne grüne weiche Mischung, passend für den Frühling. Man riecht zum einen so ein bisschen dieses Schnittgrün, so eine leichte florale süße Note und dann das Ganze so ein bisschen aufgeheitert durch White Clouds mit so einem Wäschemoment, hat mir gut gefallen, war auch sehr gut intensiv. Ich würde sagen, die grüne Note war hier aber im Vordergrund. Dann hatten wir Creamy Coconut und Creamy Lavender. Naja. Ja, und ich finde, dieser Lavendel, der riecht immer so ein bisschen geeist. Und auch das Creamy hat so eine sehr frische Note. Insgesamt aber ein schöner Duft. Ich würde jetzt wahrscheinlich kalt oder, nee, sagen wir mal so blind, würde ich jetzt nicht dran denken, dass es Lavendel ist. Welcher früher auch nicht so der Lavendelfreund war. Und das hier ist auch keine krautige Lavendelnote. Insofern fand ich es gut. Hat mir gut gefallen. So. Dann haben wir, ups, Pink Sugar einmal als Solo-Duft. Den habe ich teils pur, teils zum Mischen verwendet. Ja, super. Also ein schöner, süßer Duft. Weich, cremig. Da ist, glaube ich, Himbeer mit drin und Bergamotte. Die Bergamotte riecht man aber nicht so sehr raus. Aber auf jeden Fall sehr angenehm, zuckrig, süß. Immer wieder gern. Dann ist leer geworden. Ach, das ist aber auch jetzt so Lavendelzucker. Auch ein ganz toller Duft. Sehr cremig. Kalt rieche ich hier mehr den Lavendelkraut raus, aber warm ist er einfach nur. Super angenehm, weich, süß, wohlig, ganz toll, jederzeit wieder gern. Dann hatten wir Coconut Cream Pie plus Cotton Candy. Das war eine Custom Order von jemand anders. Ich würde sagen, Fräulein Mie.
Ein ganz toller Duft. Schön cremig. Kokos war schön. Also so, ja, einfach eher so wie so eine Kokosmilch. Und dazu das Süße von Cotton Candy hat mir prima gefallen. Würde ich auch nachkaufen. Dann hatte ich La Vie en Rose. Das war dieser Rosenduft. Ja, sehr parfümig. Hat was Süßes. Hat mir sehr gut gefallen, war auch sehr gut intensiv. Schöner Duft. So, dann haben wir Tangerine Gelato. Das war ein zitrischer Duft. Ja, hat mir gut gefallen. Es geht eher in so eine spritzige, zitrische Mandarinenrichtung. Das Eis habe ich jetzt in dem Moment nicht so wahrnehmen können, aber war trotzdem sehr schön. Jelly Glazed Donut. Ja, den mochte ich ja auch sehr gerne. Das ist wirklich ein sehr authentischer Duft, der nach frittierten Donuts riecht mit einer leckeren Himbeerfüllung. Könnte eine Spur intensiver sein, aber hat mir gut gefallen und würde ich auch wieder nachkaufen. So, dann haben wir Teakwood Coconut Creamy. Ja, das war im Prinzip so ein Duft, der hat für mich gerochen wie Mahogany Coconut von Bath & Body Works. Ja, so ein bisschen männlich, frisch, cremig durch diese Kokosnuss, hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier Pineapple Slices, Mangolicious und Pink Sugar. Und ich kann euch sagen, Mangolicious ist eine super Note. Also den könnt ihr mit allen mixen, das wird immer gut. Ich hatte den ja selber schon gemixt mit, was war es denn, mit einem Erdbeerduft. Ich glaube Strawberry Sugar oder so und noch einer dritten Note. Also Mangolicious ist einfach so lecker, ihr könnt euch da reinlegen. Und hier war es halt in Verbindung mit Pink Sugar und Pineapple und die Ananas kam zwischendurch immer mal so durch, ne? Aber ansonsten wirklich toll. Also schöner Duft. Dann hatte ich hier Country Boy. Das war so ein, ja, ich würde sagen, einer der wenigen männlichen Wäschedüfte von der Dani. Sonst kannte ich noch gar nicht so viele und der war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier Tropical Island. Ja, das war auf jeden Fall ein fruchtiger Duft, der aber so eine leicht grüne Note hatte. Ja, ich glaube, da ist bestimmt Ananas mit drin oder so. Hat mir auf jeden Fall aber gut gefallen. Dann haben wir Lavender Milk und Lavender Marshmallow. Und auch hier muss ich sagen, ist die Lavendelnote für mich wieder sehr geeist. Ja, sehr frisch. Der ist ähnlich wie, was hatte ich denn vorhin? Hier diesen Lavender mit Ice Cream, nee, Coconut Cream oder so. Und hier in der Form ist es ähnlich. Also ich würde die jetzt wahrscheinlich blind für dieselben Düfte halten, weil die echt in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gehen. Aber auch sehr schön. Dann hatten wir Sweetland Creamy. Ich kann mich kaum dran entsinnen. Ich glaube, das war ein cremiger, fruchtiger Duft mit so einer süßen Note. Ich rieche leider nichts mehr, aber den habe ich trotzdem positiv in Erinnerung. Dann habe ich leer gemacht Marshmallow Reef. Das war dieser schöne Duft mit dieser Meerjungfrau-Flosse drauf. Und der hat mir sehr gut gefallen. Der ist zum einen aquatisch frisch und zum anderen hatte der so eine leichte süße Note. Hat mir sehr gut gefallen. Musste ich aber auch immer zwei Ecken verwenden, damit es gut wahrnehmbar ist. Aber ansonsten schöner Duft. Dann hatte ich hier Summer Clothesline. Und das war ein, ja, fruchtiger, süßer Duft. Ich glaube, da war Erdbeere mit drin. War sehr frisch, sehr angenehm. Da habe ich die Dani gefragt. Den hat sie, glaube ich, so gar nicht mehr da. Da weiß er auch gar nicht mehr so richtig, was sie selber zusammengemixt hat. Auf jeden Fall
War es aber ein schöner Duft. Bedtime Bath und Pink Sugar. Und das war so ein, glaube für mich, krautiger Duft, der aber durch so ein bisschen Pink Sugar abgemildert wurde und deswegen ganz angenehm war, hat mir gut gefallen. Dann haben wir Milchkuchen Cotton Candy Cocktail. Und ich muss sagen, Milchkuchen ist relativ dezent. Hier war ja Cotton Candy Cocktail im Vordergrund. Insofern war es einfach nur ein schöner, süßer Duft, der eine ganz leichte, weiche Note im Hintergrund hatte. Dann hatten wir Golden Amber and Lavender. Und das war ein sehr krautiger Lavendelduft. Abgerundet durch Amber. Hat so was leicht Männliches fast. Ich fand ihn okay, aber dieses krautige Lavendel ist ja nicht so meins, deswegen würde ich den jetzt nicht unbedingt nachkaufen. So, dann haben wir Unicorn Hot Cocoa. Ja, das war dieser Schokoladenduft, so eine Tasse heiße Schokolade mit was leicht Fruchtigem. Das hat es auch gerade so gerettet, würde ich sagen, weil Einzeln Schoko ist nicht meins, deswegen würde ich den jetzt auch nicht unbedingt nachkaufen, aber er war ganz interessant. Dann haben wir Salty Sea Air mit N-Cream und das fand ich sehr lecker. Das war ein toller Duft. Kalt habe ich hier diese N-Cream am meisten gerochen und warm war es genau umgekehrt. Da habe ich fast nur Salty Sea Air gerochen, was aber nicht schlimm war. Ich fand ihn sehr angenehm, sehr frisch. Hat mir gut gefallen. Dann hatten wir Sweet and Creamy. Achso, und Mango dazu gemixt, ja. Und die Mango hat es gerettet, weil nur Sweet and Creamy war nicht meine Note. Die Mango ist aber sehr angenehm fruchtig. Aber Sweet and Creamy und Marshmallow Fluff habe ich ja für mich erkannt, sind Noten, die mir nicht gefallen. Aber ja, da kann man das ja jetzt berücksichtigen und dann mixe ich mir einfach was anderes zusammen. Dann hatten wir die Rosenmilch, das war dieser Riesen-Oschi. War nicht ganz mein Duft. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Also ich fand kalt, hatte so ein bisschen nach ja, so was Fruchtigen gerochen, so ein bisschen floral, so wie so ein Tabak und oder wie so ein Teebeutel. Und warm hatte der aber so eine Note, die mir nicht so ganz zugesagt hat. Ja, Rosenmilch. Dann hatten wir Cola Lutscher. Das war dieser doch recht authentische, spritzige Duft von einem Cola Lutscher oder gar Cola Eis, so ein Cola Wassereis. Ja, was man halt früher in der Kindheit immer hatte, hat mir gut gefallen. Weiter geht's mit Life is Beautiful und der hat mir sehr gut gefallen. Das war ein Duft, der sehr parfümig war, in so eine Richtung A Calm and Quiet Place, glaube ich. Ja, hat mir auch gut gefallen, war auch gut intensiv, würde ich auch nachkaufen. Dann hatten wir Pink Baby Clouds. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte der Wachsmacherei. Also so ein toller Duft. Süß, weich, hell, cremig, absolut genial. Also davon habe ich zum Glück noch einen Clamshell da und der darf bei mir auch nie alle werden. Ich finde ihn absolut klasse. Dann hatten wir Coconut Pear and Sweet and Creamy und da haben wir wieder das Sweet and Creamy. Das war nicht ganz mein Fall. Diese Birnennote, die war recht dezent. Da habe ich eher die Kokos rausgerochen, aber das Sweet and Creamy war nicht meins. Deswegen, wie gesagt, werde ich andere Kombinationen ausprobieren. So, Magic in the Air. Das war auch ein ganz angenehmer, weicher, parfümiger Duft, der aber ein Ticken zu schwach war. Der könnte noch intensiver sein. Ansonsten aber sehr angenehm, hat mir gut gefallen. Und der letzte Duft der Wachsmacherei ist Aprilfrisch. Wie der Name sagt, ein Wäscheduft. War ganz klassisch. Nichts Stechendes, sehr angenehm. Hat so eine ganz leichte, süße Note auch. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Aprilfrisch. So. Dann machen wir weiter, nachdem ich einen Schluck Tee getrunken habe. Mit Bears Wax Bakery. Da habe ich als erstes Cactus and Sea Salt. Das war eine Custom Order, die ich sehr gern mochte.
sehr frisch, hat so ein bisschen was Seifiges. Ich finde, das riecht wie so eine schöne Handseife von Palmoliv. Hat mir gut gefallen, würde ich jederzeit wieder nachkaufen. Dann hatten wir Love is in the Air. Das war in der Valentinsbox. Ja, und das war so ein fruchtiger, heller, fröhlicher Duft. Da ist, denke ich mal, vielleicht sowas wie Zitrone drin und der hatte für mich auch so eine leichte Bananennote. Fand ich aber sehr angenehm, hat mir gut gefallen. Dann hatte ich Baby Powder and Olive. Die Olivennote hat mir hier nicht so ganz gefallen, das hat den Duft so ein bisschen herber gemacht. Solo finde ich Baby Powder angenehmer, deswegen in der Verbindung würde ich es mir nicht nochmal mixen. Dann hatten wir Schlaraffenland. Das war ein sehr fruchtiger Duft, sehr tutti, sehr angenehm. Kann man gerne mal zwischendurch verdüfteln. War nice to have. Dann hatten wir Cotton and Blossoms. Das war so ein Wäscheduft, der, wie der Name sagt, schon so ein paar Blüten mit dabei hatte. Sehr hell, sehr frisch, hat mir gut gefallen. Dann hatten wir Strawberry Passion und Pink Sugar. Und da war die Strawberry Passion doch recht intensiv, muss ich sagen. Hat mir aber sehr gut gefallen. Eine schöne, süße Kombination, fruchtig. Dann hatten wir Mandarinen Twinkie. Ich glaube, das war auch in der, na, ihr wisst schon, in dieser Valentinsbox, da war auf jeden Fall ein Mandarinduft dabei. Wenn das der jetzt war, ich rieche hier leider nicht mehr viel. Auf jeden Fall war dieser Mandarinduft sehr lecker, sehr angenehm. Das war so ein, ja, ich würde sagen, sowas in die Richtung wie Orange Dreamsicle von Yankee Candle, nur dass der wesentlich weicher und cremiger war. Sehr angenehm. Dann hatten wir Spooky Midnight. Und der hat mich, glaube ich, an Dreamy Summer Night von Yankee Candle erinnert. Der war einfach nur weich, cremig, vanillig, hat mir gut gefallen. Dann hatten wir Kuschelzeit. Also ich rieche jetzt hier, ich weiß nicht, ob das woanders herkommt, was sehr parfümiges. Ja, doch das war so ein Vanille-Parfümduft. Genau, und der hat mir recht gut gefallen. Der hat mich, glaube ich, an dieses Deo erinnert. Ich glaube von früher, von Impuls, irgend so ein Vanille-Parfüm. So in die Richtung ging das, war aber angenehm. Dann haben wir Blumenmädchen. Und ja, das ist für mich ein Dupe zu Bath & Body Works Cactus Blossom gewesen. Oder auch Sunday Drive von Yankee Candle. Deswegen, die mochte ich sehr, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatten wir Cupcakes at Tiffany's. Ja, das war so ein Foodie-Duft, so ein bisschen teigig, vanillig. Eine leicht süße Note, geht immer. Dann hatten wir Creamy Blue. Mag ich sehr gern. Ja, einfach wie so ein schöner, cremiger Nivea-Duft. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nehmen. Und der letzte von der lieben Bea ist Vampir oder Vampire Kiss. Das war, glaube ich, vom Herbst Restock. Und das war so ein eher dunkel parfümiger Duft, der so ein bisschen was Zitrisches hatte. Ja, war in Ordnung. Bräuchte ich jetzt zwar nicht nochmal, aber war in Ordnung. So, das war's mit Düften der lieben Bea. Und jetzt habe ich noch eine, ja, Klimbims-Kiste mit Yankee und ein bisschen Goose Creek und anderen Sachen. Ich würde noch mal schnell einen Schluck von meinem Tee trinken. So. Dann mal hin? So. Angefangen mit Greenleaf Sugared Summer. Das war einer der neuen Frühjahrsdüfte. Und der hat mir jetzt letztendlich warm nicht ganz so zugesagt. Der hat zwar schöne, warme, parfümige Noten, aber da ist irgendwie so eine Zitruskomponente drin, die mir nicht so gefallen hat. Deswegen würde ich den jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Dann hatte ich hier schlecht zu erkennen Cranberry Chutney.
von Yankee Candle. Und das war einfach ein herber Cranberry-Duft. Ein bisschen spritzig, ansonsten eher herb. War okay, aber brauche ich nicht nochmal. Dann hatten wir Black Plum Blossom. Ja, das war dieser schöne, fruchtige, florale Duft, so eine Mischung aus den beiden Kategorien. Sehr süß, fruchtig, süß, ja, hat mir gut gefallen. Ist aber aus dem Sortiment. Dann hatte ich hier von Iceflower Sailor Moon. Das war ja nun namensgebend mein Duft. Und der war recht seifig, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich finde, das war wie einfach so ein, ja, Seifenduft. Sehr frisch. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Der riecht für mich einfach nur seifig. Ich fand ihn aber okay. Also er war auch gut wahrnehmbar. Ich habe den, glaube, 8 Stunden gedüftet. Da hat er auf jeden Fall gut mitgemacht. Weiter geht's mit Moonlit Blossom. Der wird ja demnächst auch als Glas bei mir einziehen. Das ist ein parfümiger Duft, der so ein bisschen was Fruchtiges hat, Beeriges. Ja, was Süßes. Und den habe ich ja jetzt neulich auf Groupon als ja, super Schnäppchen bekommen. Deswegen wird der als Glas einziehen. Dann haben wir von Yankee Candle, ja doch, Yankee Candle, den Elevation Duft Kumquat and Orange. Und den fand ich sehr gut. Das war ein sehr authentischer Duft. Ich fand, der hat wie ein Orangenabrieb gerochen. Ein bisschen herb, aber dennoch auch süß. Und der hat mir gut gefallen. Und den würde ich mir sogar vorstellen können, als Glas zu kaufen. Ebenfalls authentisch war Blood Orange von Goose Creek. Der war eine Spur herber, hatte dennoch auch süße Momente. Eher wohl, wie diese, wie gesagt, dunklen Grapefruit-Düfte, Blutorange, hat mir gut gefallen. Dann ein Highlight für mich war Lovely Lily. Ein super frischer, floraler Duft, der was ganz leicht Liebliches hat, süßlich. Ich fand den mega und habe ihn mir auch bereits als Kerze gekauft. Also große Empfehlung, wer auf florale Düfte steht, die frisch und dennoch so einen Hauch süß sind, Lovely Lily. Ebenfalls sehr angenehm frisch war der Sea Salt and Lavender von Yankee Candle. Man, warum sieht man das denn heute nicht so gut? Naja, auf jeden Fall sehr angenehm frisch. Leicht floral, hat was von, ja, wenn ihr in den Bergen auf einer Wiese steht und einfach frische Luft einatmet. Das Sea Salt würde ich demnach nicht als solches direkt rausriechen, nee. Es ist einfach nur sehr angenehm frisch und leicht floral für mich gewesen. Also der Lavendel ist jetzt gar nicht so im Vordergrund. Dann hatten wir Lime and Coriander von Yankee Candle. Der war zum einen etwas scharf durch den Koriander, was aber mehr in so eine Ingwer-Richtung geht. Und dann diese spritzigen Limettenmomente war in Ordnung, aber war jetzt auch kein Highlight für mich. Lime and Coriander. Dann haben wir Water Garden von Yankee Candle. Auch ein sehr aquatischer, grüner, frischer Duft. Hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatten wir Ghost Stories von Goose Creek. Und da muss ich sagen, fand ich ihn kalt besser als warm. Kalt war er eher so weich, vanillig, butterig. Und warm hat er dann so eine für mich irgendwie Schokonote entwickelt, die mir nicht so gefallen hat. Deswegen würde ich den nicht nachkaufen. Dann hatten wir Pomegranate and Coconut von der Home Inspiration Reihe. Und der hat dann warm doch ein bisschen mehr nach Ananas und Kokos gerochen als nur nach Kokos. War aber okay, aber bräuchte ich demnach nicht nochmal. Dann hatte ich Party Light Fresh Citrus Nectar. Ja, ein sehr schöner Zitrusduft. War sehr angenehm. Einfach für zwischendurch mal schön. Dann hatte ich Pomegranate Gin Fizz. Auch den mag ich sehr gern. So ein herber, ja, Granatapfelduft mit, da ist, glaube, na, wie heißt dieser Zweig, was bei Gin Tonic immer drin ist?
nicht Rosmarin, sondern, oder? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist er ein bisschen herb, aber schön fruchtig. Hat mir gut gefallen. Dann war hier noch mal ein zweites Paket von dem Sugared Sunset. Ebenfalls aus der Frühjahrskollektion von Greenleaf ist der Tropical Orchid. Und den fand ich sehr gut. Ja, der ist sehr parfümig, so ein bisschen fruchtig, floral. Hat mir sehr gut gefallen. Den würde ich definitiv wieder nachkaufen. Ja, der hat so einen Hauch was Parfümiges auch gehabt. Hat mir gut gefallen. Noch parfümiger und ein bisschen süßer war der Enchanted Wish. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Würde ich jetzt so drüber nachdenken, in so eine Richtung gehen wie so ein Parfüm von Yves Rocher vielleicht. So ein bisschen auch was Edleres. Hat mir gut gefallen, würde ich auch wieder nachkaufen. Dann hatte ich hier Ice Flower Pink Petals and Tea Cake Type. Ja, das war so ein sehr weicher, floraler Duft. So ein bisschen vanillig auch. Hat mir gut gefallen, würde ich auch wieder nehmen. Dann haben wir Pure Comfort von Woodwick. Ach, die geht immer auf hier. Ja, das war so ein ja, ganz normaler Wäscheduft. Nicht stechend, ganz in Ordnung. Bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Dann hatten wir Sea Salt and Cotton. Der war schon ein bisschen herber. Der hat wirklich eher so eine ja, raue Note, kann man fast sagen. Vielleicht was leicht Maskulines. War auch okay, aber bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Dann haben wir Islands Bar. Ja, das ist ja so ein Duft, den man eher selten bekommt, nur als Motiv oder teuer als Glas. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das für mich eigentlich eher so ein 0815 Zitrusduft war. Also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Deswegen würde ich den jetzt auch nicht nachkaufen. Dann hatten wir Ich stehe auf Licht von Ice Flower. Ja, auch das war ein Zitrusduft, aber der hatte eine schöne Süße. Der war recht angenehm, so ein bisschen spritzig, fröhlich. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier Garden Picnic. Das war so ein, ja, für mich einfacher Pfirsich, Aprikosenduft. Sehr frisch, leicht floral. War okay. Dann hatten wir ein Quatsch, Melt von Floral Candy. Das habe ich zur Unterstützung von meinem Glas genommen. Da ist er natürlich wesentlich intensiver gewesen. Dann hatten wir Grilled Peaches and Vanilla. Und den Duft mochte ich eigentlich sehr gerne. Ich mag ihn auch jetzt noch. Aber ich finde ihn jetzt gar nicht mehr so überragend wie am Anfang, als er rauskam. Weil ich finde, die Pfirsichnote ist mir mittlerweile so ein bisschen zu flach, würde ich sagen. Da fehlt so ein bisschen noch der Bums dahinter, dass es so ein bisschen intensiver, authentischer ist. Aber an sich ist er nicht schlecht. Ich habe noch ein, zwei Melzen, die werde ich auch gern verdüfteln. Dann haben wir hier Bridgewater Welcome Home. Und ich glaube, das war eigentlich eher so ein Apfel-Zimt-Duft. Aber der ist ein bisschen parfümig gewesen. War ganz okay. Dann haben wir Coastal Living. Ja, das ist so ein aquatischer, frischer Duft. Hat so ein schönes Strandfeeling. So ein paar leichte Strandblumen auch dabei. Gefällt mir sehr gut. Dann hatten wir einen meiner liebsten Düfte, den Warm Desert Wind. Den hatte ich auf Arbeit an. Fand ich sehr angenehm. Der ist frisch, der ist ein bisschen lieblich. Ja, nach Baumwolle, frischer Baumwolle. Hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir Blush Bouquet. Ja, das ist dieser florale Duft fürs Frühjahr von Yankee Candle. Helle Blüten. Ein bisschen süß, lieblich, sehr frisch, hat mir auch sehr gut gefallen. Dann haben wir Duftmädchen Madame Lilac und das war ein, sollte eigentlich ein Fliederduft sein, der aber für mich schon kalt geschnuppert so eine komische Beinote hatte. Und im warmen Zustand war der Flieder weg und nur noch diese Beinote mit dabei.
was, also oder nur noch zu riechen, diese Beinote, was mir quasi nicht gefallen hat. Er war intensiver als bisher die Düfte von Duftmärchen, aber der Duft an sich hat mir nicht so zugesagt. Dann hatten wir Village Candle Relaxation. Das war so ein kräuteriger Duft. Ja, der war aber auch schon relativ stark verpufft, weil das hier noch diese PE-Beutel waren und keine PP-Beutel. Deswegen kann ich da auch nicht so sehr viel mehr zu sagen. Dann hatte ich Frühlingserwachen von Duftmärchen. Und der hat mir ganz gut gefallen, kann ich mich entsinnen. Der war so ein bisschen lieblich süß auch und das hat mir ganz gut gefallen. So, dann haben wir Sweet Pea von Duftmärchen. Da habe ich mir aufgeschrieben, leicht zitrisch, weißer Tee, dezent. Ja. Dann hatten wir Goose Creek Soothing Coconut. Ja, das ist so ein Kokosduft, der aber mal was anderes inne behält, nämlich Orange ist damit bei. Und das gibt mal so einen anderen Schliff dem Ganzen. Fand ich gut. So, und zu guter Letzt von Duftmärchen Mermaid Lollipop. Und da habe ich aufgeschrieben, zitrisch, spritzig, süß, vanillig. Hat mir gut gefallen. Ja, das war es jetzt mit dem Aufgebraucht-Video für den Monat März. Wie gesagt, allerhand und der April wird vermutlich nicht anders sein, da ich ja bis 19.04. definitiv zu Hause bleiben muss. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ob ihr auch zu Hause seid und viel düfteln könnt oder ob ihr, ja, sage ich mal, für die Menschheit arbeiten geht. Ja, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so verdüftet habt. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, macht's gut.